Was geht, CTNT-Party? Hier ist Bombenfuß am Start. Und ja, erstmal sorry für den Delay, dass heute, erst am Sonntag, Overwatch auch erscheint. Das Commentary versuche ich heute auch noch rauszuhauen. Nur gestern habe ich es nicht mehr geschafft, war gestern echt im Arsch. Hab vielleicht 2-3 Matches machen können. Ich will ja auch noch spielen, so ist es ja nicht. Und dann kam mein bester Kumpel, weswegen auch der Livestream ausgefallen ist. Das habe ich aber auch angekündigt in der Steam-Gruppe. Da müsst ihr öfters mal vorbeigucken, denn da poste ich teilweise mehr als auf Facebook. Deswegen, sorry, dass das erst heute kommt. Und das Commentary, wie gesagt, versuche ich heute auch noch rauszuhauen. Ich werde es aber heute auf alle Fälle erstmal aufnehmen, damit ich schon mal auf der Festplatte habe. Bevor wir jetzt mit Overwatch anfangen, ich lade schon mal runter, bevor wir anfangen, so ein kleiner Hinweis, wenn ihr seht, dass ich online bin und in einem Spiel bin, also Matchmaking, dann könnt ihr auch gerne, das geht ja über den neuen Steam Beta Client, könnt ihr auch gerne fragen oder anfragen, ob ihr zugucken könnt, dann broadcast ich das ja über Steam. Das könnt ihr gerne machen, wenn ich im Match bin. Hab das, glaube ich, jetzt alles so eingestellt, dass das klappen müsste. Das kann, wie gesagt, das macht der neue Beta-Client von Steam, und wenn ihr seht, dass ich online bin und spiele, dann macht einfach, geht auf Steam, geht auf meinen Namen, macht, ich glaube, Invite, nee, nicht Invite, sondern Request Watch oder so ein Kram, dann könnt ihr zugucken, wie ich spiele, aber live. Ja, also nicht eine Runde verzögert, sondern live, was ich sage und was meine Teammates sogar sagen. Also ziemlich cool, wenn ihr Bock habt, wenn ich spiele, einfach mal einschalten und so. Mal gucken, was wir mit der Map jetzt erst. Ring auch D2. Habe ich gestern gespielt, 2 Runden, ging richtig ab. D2 ging richtig ab bei mir in letzter Zeit. Übel. Übel, übel. Ich weiß noch nicht, was der Troll hier macht. Der hat einfach mir zu viele Eier. Versteht ihr, was ich meine? Eier. Sind wir mal ehrlich, das sah gerade nach Aimbot aus, oder? Also, ich werde jetzt nicht zu voreilig schon sein wieder, das wäre ja ein bisschen blöd. Aber wie er auf die Leute drauf fliegt und hier ohne Kevlar Helmet. Irgendwas stimmt an dem Jungen nicht. Der Emu hat das Gut, der Einzige, der wirklich gekauft hat. Der Rest, eine Scout. Er hat den Deagle mit, der Emu hat Deagle mit Diffuse Kit und Kevlar Helm. Also, trotzdem, wir gucken erstmal hier zu. Ich will schon nicht nach der ersten Runde sagen, dass der anhat oder so. Das wäre ja ein bisschen schäbig. Gut, der ist jetzt bekannt, der T. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Also ist schon echt irgendwie komisch, was der Typ hier spielt, aber anscheinend klappt es. Sie haben die Pistole verloren, deswegen die Eco. Und das mit der 5-7 zu spielen, ist jetzt nicht so doof, aber trotzdem, er hat ein komisches Movement. Der hat so ein Movement wie ein Bauarbeiter im Schwimmbad. Hashtag Bauarbeiter im Schwimmbad. Just saying. Aber er hat gar nicht den Fokus auf den unten rechts. Seht ihr, was ich meine? Nee, der Fokus ist nicht da. Und das wäre jetzt wieder ein Indiz gewesen für kein Aimbot. Versteht ihr? Dann wäre er jetzt sofort, wenn er reingeht, draufgeflickt oder so ein Kram. Deswegen war das vielleicht nur durch die 16 Ticks. Ich möchte darauf hinweisen, weil Leute das sagen. Ich zeige euch das nochmal. Kann ich zeichnen hier? Ja. Passt auf. Hier steht vielleicht 64 Tick, damit das Leute nicht falsch verstehen. Hier steht 64 Tick, okay? Aber das ist nicht die generelle Tick-Rate, sondern die steht hier. Und dort steht eine Uprate von 16 Ticks die Sekunde und ein CND-Rate von 16 Ticks die Sekunde. Dementsprechend könnt ihr das hier vergessen. Ich will zeichnen, so. Das hier vergessen, sondern müsst ihr euch hier drauf konzentrieren. Da dran erkennt ihr, was der Server für Ticks hat. Im Matchmaking steht nämlich 64 Tick. Und auf den 128 Tick-Servern sollte er stehen 128 Ticks in der Sekunde bei Up und bei CMD. Nur als Hinweis. So. Jetzt gucken wir weiter. Bevor Leute wieder sagen, ich hätte keine Ahnung, weil uns steht doch 64 Tick in meinem Netgraph. Deswegen sieht halt in Demos sehr vieles halt nach krassen Pre-Shoot-Scheiße oder sowas aus. Dabei ist es einfach nur diese scheiß Tick-Rate. Was ich nicht gut finde, man sollte wenigstens noch 64 Tick lassen. Kommen Spot natürlich, den zu schießen. Er schießt jetzt einfach mal ein bisschen blind auf der Smoke rum. Quarterbab ist auch klar, aber seht ihr, für einen Aimbot zum Beispiel, Jungs, ganz ehrlich, und für einen Wallhack, da hat er sich zu viel Zeit gelassen. Da hätte er schon dreimal abdrücken können, ja, wenn er irgendwas gehabt hätte, selbst ohne hätte er schon zweimal abdrücken können, aber nein, er hat sich zu sehr lange oder so viel Zeit gelassen, bis er sich wirklich sicher war, der ist in meinem Fadenkreuz, der läuft da jetzt rein. Das ist lustig, theoretisch hat Klaas, mein Mod auf Twitch, das alles kaputt gemacht, denn ich habe auf Twitch einen Overwatch gehabt und der hat euch Aimbot und Wallhack-Schellen gegeben, ja. Und jetzt sehen wir die nicht, weil Klaas es kaputt gemacht hat. Weil Klaas sich meinte, ja, dann machen wir jetzt bei Twitch einfach Overwatch nochmal eine Runde. So ist das entstanden. Wir gucken uns übrigens mal die Stats an. 7-2, 7-2-2. Ja, es ist eigentlich nicht sehr viel CT. Sie haben halt die Pistole verloren, aber die T stellen sich gut an. Das meine ich. Einer steht irgendwie AFK in der Base rum. Kannst du die auch holen, ich meine. Danke.
Die ETs machen jetzt einen dicken B-Rush. Haben nur Scheiße gekauft, UMP, okay, eine Pro 90, dann eine MP7. Und der B-Rush ist dann auch nicht mal, wird auch nicht mal durchgezogen, da wird im Tunnel gewartet. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Ich kann sein, dass er hier rumsmurft und eigentlich ein Meisterwächter 1 ist oder ein Goldnova 4 und die sind halt Goldnova 2 oder so ein Kram oder Silberlite. Jedenfalls finden da interessante Sachen statt, denn er hat nicht das Aim, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt bestimmt ein Master Guardian 2, ein Master Guardian Elite. Er hat auch nicht das Aim, um zu sagen, er ist Silber, sondern irgendwo bei Goldnova, aber seine Gegner spielen, als wären sie niemals an Goldnova 4 dran. Der hört die Steps rechts nicht, das wäre ein Knife, oder? Oh shit, die laufen aneinander vorbei. Weil das ist halt wieder total doof. Als hätte er kein Headset. Er ignoriert ihn total im Smoke. Und das sind auch so Dinger. Wie geht das? Was? Wie kann man das nicht hören? Ist das dein Ernst? Er will's wissen. Er knifet ihn. Oh Gott, ist das peinlich. 1 gegen 1 im Pit. Gleich gibt's ein paar Shoots von einem T. Wenn der T es richtig anstellt. Ja. Guck, seht ihr, das meine ich. Welcher T steht im Pit in dieser Vorteilsposition und face dann gegen die AWP nochmal so? Er rennt einfach raus, er ist so. Oh Gott, das ist zu kalt, ich geh lieber raus. So nach dem Motto. Das ist ja echt komisch. Das macht man so, aber nicht, lieber T-Spieler. Nichts gegen dich, so aber nicht. Yeah, Money Boy confirmed. So, aber nichts. Aber nichts gegen dich. Nichts gegen dich. So, ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Ich rede bei Overwatch einfach auch nur drauf los. So weit ist es schon gekommen. Ich kommentiere das, was ich sehe und sage was dazu, aber ich kann mir nicht mal 3 Sekunden merken, was ich gesagt habe. Oh Gott, da waren die 64 Stick und das Lenkrad ziemlich viel von ihm. Da hat er das dicke Buslenkrad ausgepackt. Safe Kill war nicht so safe. Die Flash übrigens, halb gut und halb nicht gut. Ich sehe ganz viele Leute, die sie machen. Das Problem bei dieser ganzen Flashbang ist letztendlich, dass sie zu hoch fliegt. Das bedeutet, er wirft umgegen. Die Flashbang soll oben die T's flashen, sorgt aber eher dafür, dass sie zu hoch fliegt und die vielleicht nicht mal eine Sekunde geflasht sind. Dementsprechend ganz, als kleiner Tipp, ganz leicht über die Bande, über die Tür werfen, dass sie gerade so drüber fliegt, dann sind sie perfekt geflasht und dann kannst du sie mit AWP holen. Er pre-shootet einfach nur in den Smoke. Das wird er gleich nochmal schießen, einfach mal aus Gefühl. Ja, seht ihr? Das meine ich. Aber er hat wirklich einen Fuß getroffen. Die T stellen sich nicht gut an. Es wird fast immer nur B angespielt. Dann wird über Mitte aufgebaut. Mitte wird total schnell gecallt, vor allem das Bombe down ist. Der andere hängt bei A-Lagen rum, der andere kommt jetzt Mitte so langsam, Todesgang. Was nicht sehr gut für ihn ausgehen wird, denke ich mal. Ja, das meinst du, Fastback eine Runde zu chillen. Oder hat derbe Lex. Ja, es kommt von B schon. Ich gucke auf seinen Ping. Ja, keine Ahnung, kann sein, dass er Paketverlust hat. Nur die spielen halt echt komisch. Er guckt CT. Weißt du, man guckt ja CT. Siehst du keinen, dann gehst du so in die Ecke, dass du Mitte gucken kannst. Da hätte der ihn hier locker gehabt. Er hat halt nicht ein krasses Movement. Er bewegt sich über die Map. Ich weiß nicht. Der bewegt sich über die Map wie ein Skifahrer auf Kokain oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Es gibt gar keinen Sinn, wie er sich da über die Map bewegt. Kennt ihr das? Der kennt das sicherlich so. Wie heißt das denn? Heißt das Alpin? Da, wo du beim Skifahren um die Stange drumherum fährst, ne? Und er hat so ein Movement. Er würde um die eine Stange fahren, würde dann komplett nach außen, ja. Und würde dann die zweite trotzdem noch umfahren, obwohl er schon fast dran vorbei wäre. So, weißt du, so ein Movement hat der, aber trotzdem holt er sich die Kills, weil die T's nicht wirklich gut spielen, muss man da mal so sagen. Und hier steht der AFK rum. Ich weiß nicht, ob ich für AFK in Creeping reindrücken sollte. Da müsst ihr mal ein bisschen distanzieren. Das wäre jetzt zu unfair, bevor ihr jetzt in die Kommentare schreibt, ich hätte Creeping reinmachen sollen. Es wäre zu unfair, dem Typ Creeping reinzudrücken, zumal er gerade A einen Kill gemacht hat. Und B, jeder mal AFK sein kann, nur über 3 Runden AFK sein, das geht nicht. Oder dann halt einmal kurz laufen, um dann wieder für das Spiel aktiv zu sein und nicht automatisch gekickt zu werden. Das ist scheiße. Weswegen ich dann für einmal AFK so die ersten 20, 30 Sekunden, von mir ist auch eine Runde, kein Griefing reindrücken werde, weil jeder muss mal aufs Toilette, deine Mutter will irgendwas, du musst zum Abendbrot, du musst dir Essen holen. Es kann ja immer was sein, deswegen für so ein paar Sekunden drücke ich kein Griefing rein, da drücke ich eher ein Auge zu. Das ist easy win, easy life. Aber es stehen 10 Minuten feinstes Gameplay hier. 10 Minuten sehen wir Movement von einem Typen, der sich bewegt wie eine Handpuppe mit einem Stock im Arsch. Wisst ihr, wenn die Hand in so einer Puppe drin ist, ihr kennt die ja, ne? Dann sieht das smooth aus. Dann denkst du, wow, geile Bewegung. Aber mit dem Stock sieht es einfach nur aus, als würde sie wie so ein Dönerspieß rumwackeln.
Er kann die AWP nicht mal spielen. Jetzt hinterher. Oh nein, du hättest mit der Pisse hinterher gemusst. Oh Gott. Aber der T auch. Ich habe keine Steps hinter mir. So, hier sieht man nochmal sehr schön diesen Ninja-Knife-Kill von oben von Akkords. Ja, da hat er einfach die Eier, weil er gemerkt hat, ach, die gönnen nix. Da will er den Knife-Kill. Daran sieht man erst einfach einen Smurf, oder? Oder auch hier mit der AWP, ne? Sehr schön abgamed, sich die Ruhe gelassen, die Zeit gelassen. So sollte man eigentlich die AWP spielen mit einer gewissen Ruhe. Das vergessen ja viele manchmal. Oder auch hier, ne, diese Granate und diese Tees, wie gesagt, die sind total blöde. Er rettet nochmal, vielleicht kriege ich ihn noch mit meinem Low-AP und dann frisst er die Granate. Bupp, weg ist er. So, wie mehrmals erwähnt, glaube ich nicht, dass er anhatte, deswegen, er war rumsmurfen, deswegen kriegt er das alles angehakt. Und nochmal danke, wir haben jetzt ein Jahr Bombes been defused, und ja, ich komme mit meinen ganzen Specials noch gar nicht hinterher, das ist richtig schlimm. Aber ein Jahr zählt nur damit den Hinweis hat eigentlich für mich ab Februar, weil ich da aktiv Videos gemacht habe. Davor war das erste Video über mein Handy-Internet hochgeladen, weil ich in eine neue Wohnung eingezogen bin. Aber ich denke, da spreche ich dann nochmal irgendwann extra alles an, vor allem in den 1000 Abonnenten-Special, wenn das dann kommt endlich. Ja, ich würde sagen, das war's für mir. Ja, haut rein. Meine CT&T-Buddies, I hope I'm just been diffused. Bye. What's up, guys? This is Spencer, Hiko Martin, and Jordan Nothing Gilbert here in ESL One Cologne, right? That's right. We just wanted to tell you, make sure you subscribe to Bomb Has Been Defused. If you don't, a flashbang dance in your face. Okay? That's right. Thank you, guys. Shit.